In diesem Video zeige ich dir einen super einfachen Weg, wie du aus einer 2D-Karte eine 3D-Karte, also einen 3D-Globe-Effekt machen kannst in DaVinci Resolve fürs iPad. So, wir haben hier diese 2D-Karte und was du jetzt machen musst, du musst die Karte selektieren und jetzt gehst du zur Fusion Page. Jo. Wenn du die Fusion Page nicht hast, ich habe ein Video gemacht, wie du alle Pages in DaVinci Resolve fürs iPad freischalten kannst. Das werde ich hier in die Beschreibung mit reinkopieren. So, hier in der Fusion Page, jetzt machen wir es erstmal hier zu, den Inspector. Und jetzt einfach die Linie hier anklicken, dann geht die weg. Und was wir brauchen einmal das hier, den Shape 3D. Und dann brauchen wir das hier, den Render 3D. Und was du jetzt machen kannst, du kannst die Linien hier wieder verbinden miteinander. Und wenn das jetzt nicht klappt, so wie jetzt bei mir zum Beispiel, kannst du Folgendes machen. Du klickst die Linie an und gehst direkt auf den Shape, dann erkennt er das. Zack, weil manchmal macht das nicht. So. Ups. So, jetzt haben wir alle verbunden. Jetzt hast du hier die Karte. Jetzt können wir hier Shape 3D anklicken und gehen in den Inspector. Und jetzt siehst du hier schon unter Controls, unter Shape, wir wollen nicht Plane, sondern wir nehmen jetzt hier Sphere, also Kugel. So, jetzt gehen wir hier unter Transform, weil jetzt ist die Kugel noch zu groß. Mit dem Z-Value kannst du das Ganze kleiner machen, so wie du möchtest, ungefähr jetzt hier bei minus 2. Und mit den Y- und X-Werten kannst du das Ganze jetzt auch noch animieren. Also, machen wir jetzt mal zum Beispiel nur Y. Wir starten einen Keyframe hier am Anfang von unserem Video. Jetzt gehen wir ungefähr auf 50 bis 60 Frames. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier mein Y-Value verdrehen. Machen wir so. Und wenn du das Ganze, jetzt hängt es von deiner Karte ab. Die Karte kann manchmal schräg im Raum sitzen, dann wäre es nicht mehr gerade. Das heißt, dann müsstest du jetzt mit X auch noch arbeiten. In meinem Fall lasse ich es einfach so, um dir das zu zeigen. Wenn wir es jetzt angucken und hier zurückgehen, siehst du, dass wir schon eine animierte Weltkugel haben in DaVinci Resolve fürs iPad. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, gib uns einen Daumen hoch, abonniere auch unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.